So, Aufnahme ist gestartet und ich sehe kein Lag. Yay, das ist ja mal geil. So, ich habe Gast dabei und zwar habe ich ihn da. Sind wir von den Toten zurück auferstanden, der Kassane 86, obwohl... Ja, nicht ganz von den Toten, es gab wieder einen Zwischenfall. Yay, aber nun, da wollen wir mal nicht drauf eingehen. Wir haben das letzte Mal den zweiten... Oder war das der dritte? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Doch, den zweiten Tenor haben wir besiegt und wir wollen ja jetzt mit dem Frachtschiff, Luftschiff, bla fliegen, wie auch immer. Ich gehe kurz nachfragen, ob sie uns mitnehmen. Einen Moment. Warte, ich werde das übernehmen. Du? Das sind ja ganz neue Töne, die du da von dir gibst. Es ist wohl das Fohlen der Prinzessin. Nicht etwa für dich, Kerl. Und damit du auch was zu tun hast, übernimmst du halt... Ach ja, wir haben sie ja Hoheit genannt. Ja. So inkognito und so weiter. Man darf ja nicht wissen, dass die eine Hoheit ist. Also nennen wir sie Hoheit. Na gut, du darfst die beiden übernehmen. Steiner? Er hat doch so entschieden, dagegen nach Linden umzufliegen. Steiner war dagegen. Sie hat ein Fässer aufgeladen, die ich im Schloss gesehen habe. Sieh dann, glaubst du, das Luftschiff fliegt nach Linden um? Dieses Luftschiff fliegt mit Sicherheit nach Alexandria. Aber du sagtest doch auch, wir sollten... Lass das mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich machen muss. War ich Vivi auch noch? Ich habe ja gesagt, die beiden. Ach so. Weiß ich ja. Sieh dann. Was gibt's, Vivi? Diese Marionetten, die wir unten gesehen haben. Die sahen doch so aus wie ich, oder? Ach was, das macht die Zöpfelmütze. Ja, nicht. Schließlich waren es ja nur Marionetten. Pass lieber auf, dass du nicht über deine eigenen Füße stolperst. Es geht los. Was hat der Alte da bloß wieder angerichtet? Egal. Komm, Hoheit. In ein Schiff, das nicht nach Windbaum fliegt? Keine Zeit für lange Erklärungen. Hier rüber. Na los doch. Vertrau mir. Los, dann fliegt's noch ohne uns ab. Aber. Ich hab dir doch versprochen, dich nach Lindblum zu bringen. Gut, ich verlass mich auf dich, aber schubst mich nicht nochmal. Der Kahn hebt ab. Ups. Ah! Da hat er ihr an den Arsch gegrabbelt. Halt sie dann. Guten Abend, Andy. Wie geht's dir so? Wie war dein Tag? Abend, Andy. Ach, ich finde das einfach so toll. Jetzt kann ich auch mal wieder Gäste dabei haben. Mhm. Hör mal, weiß auch nicht, wie meine Hand da hingekommen ist. Reg dich doch nicht bitte so aufregen und so. Mach bis nicht. Genug jetzt damit. Aber hallo, bist ja ganz schön geladen. Vivi, bist du in Ordnung? Hier, Moment. Lass uns hineingehen, Vivi. Sieh dann, er vertraut dir. Alles, alles klar, Andy. Tust du das wirklich, Hoheit? Aber wenn die Sache hier gut über die Bühne geht, kriege ich als Belohnung vielleicht einen Kuss? Ist denn schon soweit? Sieh dann! Was ist los? Ist irgendwas? Vivi! Was ist mit Vivi? Ach, wer das jetzt war. Hallo, mein Name ist... Beth! Entschuldigung. Gott, ich will nicht verkneifen. Ach du Schreck. Die bewegen sich ja. Entschuldigung. Aus Dali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert.
Vivi! Vivi? Vivi? Entschuldigung! Und? Hast du mit ihnen sprechen können, Vivi? Nein! Irgendwie sehen sie doch mich durch. So als wäre ich Luft für sie. Ich habe immer versucht und versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie ignorieren mich einfach. Vivi. Entschuldigt mich bitte kurz. Ich gehe mal ein bisschen rauf. Denn wenn ich nicht mal was unternehme, dann landen wir noch in Alexandria. Kümmere dich ein bisschen um Vivi, ja? Ich habe übrigens anscheinend auch versucht, einen Spielstand vorzubereiten. Anscheinend bin ich da aber nicht wirklich weit gekommen mit. Ich hätte eventuell auch den Text vorlesen können, ob dem Chef und den anderen wohl schon die Flucht aus dieser grünen Hölle gelungen ist. Andererseits. Wenn ich ihm sage, dass ich mir ernsthaft Sorgen gemacht habe, dann brüllt er mich bloß wieder an. So ein Denk bist du doch, so grünet er den Ohren. Also wie ich den Level von dem anderen Spielstand gesehen habe, war ich wirklich nicht sonderlich weit gekommen. Wenn ich mal die Level von Zidane vergleiche. Okay. Was mache ich denn jetzt nur? Irgendetwas muss ich doch tun können. Wie konnte so etwas überhaupt geschehen? Da hatte ich alles so geschickt eingefädelt und dann startete das Schiff, bevor Prinzessin an Bord kommen konnte. Die Prinzessin. Wie soll ich das bloß, Königin Bran? Hey, Alter! Was sollte das gerade vorhin? Jetzt ist beinahe nicht mehr an Bord geschafft. Daran ist die Besatzung hier schuld. Ja. Du, wo ist die Prinzessin? Im Maschinenraum. Hat sie es also doch an Bord geschafft? Ich weiß ja nicht genau, was du vorhast, Kerl. Aber fest steht, dass dieses Frachtschiff nach Alexandria fliegt. Und dort wirst du hängen für die Entführung. Genieße also den Flug. Es werden nämlich die letzten Stunden deines miesen Lebens sein. Ja, ist sich ziemlich sicher. Gehst du da mal rein? Wir haben auch noch günstigen Wind. Wie vortrefflich. Königin Bran wird überaus zufrieden mit mir sein. Jetzt, wo die Dinge sich so darstellen. Aber wäre dieser Räuberjunge nicht gewesen, dann würde ich jetzt wohl tatsächlich ohne die Prinzessin auf dem Weg ins Schloss sein. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen, dass er doch nur lebenslänglich erhält. Diese Folge geziemt sich nur für einen wahren Ritter. Aber sobald wir im Schloss angekommen sind, muss ich herausbekommen, was es mit dieser merkwürdigen Besatzung auf sich hat, scheinbar auf niemanden reagiert. Auch diese Folge hinweise geziemt sich für einen wahren Ritter. Was geschieht? Anscheinend hat sie dann doch irgendwas hingekriegt. Und da haben wir wieder so einen super Schwarzmagier. Was hast du? Hast du Schluck auf? Kerl? Bist du des Wahnsinns? Na warte. Du kleiner Mieser. Hey, Alter, scheint die Truppe ja irgendwie verärgert zu haben. Als ich sie vorher ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Elender Kerl, du warst doch der Auslöser des ganzen Unglücks. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich werde diesen Kerl sofort durchstellen und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Das dauert nur einen kurzen Moment. Was ist geschehen?
etwas nicht ganz so Gutes. Mimi! Bist du in Ordnung? Ein Knirps wie du warst, also der Nummer 2 erledigt hat. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Gegen mich, Nummer 3, hast du jedenfalls nicht den Hauch einer Chance. Prinzesslein, bleib da, wo du bist, bis ich diesen lästigen Stirnfried aus dem Weg geräumt hab. Was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen? Was ist das? Diese willenlosen, erschaffenen Marionetten handeln selbstständig und wollen auch noch diesen Rotzlöffel in Schutz nehmen? Geht beiseite. Oder wollt ihr euch etwa mir widersetzen? Ihr Missgeburten. Was fällt euch überhaupt ein? Welch Grausamkeit! Meister Vivi, ich streite an eurer Seite. Wartet ihr zwei, Hoheit? Ja? Wir kümmern uns um diesen schwarzen Tenor. Übernimm du bis dahin das Steuer. Wenn wir weiterfliegen, dann stehen uns wohl noch mehr Gefahren bevor. Aber noch können wir umdrehen. Ob wir weiter auf Kurs bleiben und zum Südentor fliegen, hinter dem Lindblumen liegt, oder ob wir nach Alexandria umkehren, das entscheidest allein du. Wie auch immer, ich bleibe bei dir. Aber flieg den Kahn nicht völlig zu Schrott, okay? Alles klar, oder wie auch immer? Ja, gehst du da raus? Dein Vorsicht, Zidane! Mach dir keine Sorgen! Warum? Warum hast du es gemacht? Doch eine von ihnen! Das zwischen ihnen und mir keinen Unterschied ausmachen kannst. Zeug nur von deinem begrenzten Horizont, du armseliger Wurm. Selbst wenn es nicht deinesgleichen gewesen sein sollte, das geht entschieden zu weit. Was trauert ihr denn überhaupt hinterher? Wo die herkamen, gibt es noch viel mehr. Wer seid ihr Tenöre eigentlich? Oho. Damit hätten wir alle beisammen. Drei Schmeißfliegen mit einer Klappe. Antworte mir gefälligst. Was hättet ihr denn schon davon? Ihr habt doch sowieso gleich alles hinter euch. Wer sich mir in den Weg stellt, der ist dem Tod geweiht. Und so geht es einem weiteren Tenor jetzt. Alte Krank, entschuldigt bitte. Ich musste kurz gern. So, hier ist die Taktik natürlich wie üblich. Wir versuchen mit Zidane so gut es geht zu stehlen. Wir wollen ja schließlich wissen, was der hatte. Und klauen. Abwehr und Abwehr. Schon mal eine Zipfelmütze. Klauen eben den Hut vom Kopf. Sehr gut. So, weiter klauen. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich sollte mal Diebesauge einsetzen. Eventuell finde ich dann heraus, was der so hat. Kann das vorbei? Doch, Mahades Magie Doppelfeuertechnik. Räuberauge, so hieß das Ding. Und ich bin im Überlegen, ob ich hier viermal pro Woche streame, weil es soll demnächst sehr, sehr warm werden, habe ich gelesen, gehört, wie auch immer. Das merkt man bei uns in der Schweiz auch schon, es wird langsam frühlingshafter. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich montags, mittwochs, donnerstags und samstags im Wechsel immer FF9 und Beyond Two Souls mache.
weil ich will die durchklopfen, bevor ich in meine Pause gehen muss. Kannst mal Escutschen Zauberkurs. Wobei, die brauche ich ja eigentlich gar nicht stehlen. Denn ich habe die, glaube ich, ich habe die ziemlich definitiv in dem vorbereiteten Spielstand bereits geklaut. Deshalb kann ich ja ohne Probleme draufhauen. Dann machen wir ihm mal den Gar aus, würde ich sagen. 189 und jetzt fliegt er. Ist ja klar. Gerade wo ich mit Steine angreifen will. Das ist so komisch mit dem Ausweichen. Der ist eigentlich noch im Dingensbereich, ne? Mhm. Aber trotzdem verfehlt. So merkwürdig. Jetzt muss ich erstmal mit denen abwehren. Lass ich Vivi das jetzt einfach mal machen. Eigentlich hatte ich ja nur vor 2 Wochen Pause zu machen. Allerdings sind dann daraus unerwartet, glaube ich, 4 Wochen geworden. Weil Rechner und so, der wollte ja nicht mehr. Oh. Okay, jetzt kann ich wieder normal angreifen. Er ist irgendwann sau langsam geworden und da muss ich mir jetzt einen neuen holen, mit dem ich vollauf zufrieden bin. Früher habe ich jetzt einfach mal als Beispiel für ein 720p Video circa eine Dreiviertelstunde rendern müssen. Jetzt sind es nur noch circa 5 Minuten. Da kann man mal sehen, was das für einen Unterschied macht. Oh fuck! Steiner ist weg! Oh, ich sollte eventuell auch auf die HP. Ach na egal, jetzt mache ich erstmal Gezeitenflamme. Bin ich so versessen darauf anzugreifen? Da achte man schon auf die HP nicht mehr. Jo. Aber egal, ich hätte die Zeitenflamme eh nicht gebraucht. Hier ein richtig krasser Unterschied. Was ist das? Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Den haben wir auch besiegt. Aber der nächste kommt bestimmt. Wie viele von diesen schwarzen sonst was gibt es eigentlich? Oh Gott, mein Hals gerade. Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Woher willst du das wissen? Oder hast du vielleicht mit denen irgendetwas zu... Sie nannten sich doch Tenöre, oder? Naja, mehr als 2 sollten es also nicht sein. Und diese... Ich verstehe das. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Haben Tenöre mit 3 zu tun? Falls irgendjemand Ahnung hat, kann man mir das gerne erklären, was sie dann hier damit meint. Ich kann das Südentor schon sehen. Dann hat sie sich also entschieden. Habe ich, sage ich. Hast du das gesehen, frage ich. Habe ich, sage ich. Unsere schönen Schwarzmeersoldaten, sage ich. Alle vernichtet, sage ich. Sollte es nur dieser Verräter Steiner, sag ich. Nimm sofort den Steuerknüppel wieder in die Hand, sag ich. Immer 3 kommt zurück, sag ich. Wirklich, frag ich. Hurra, sag ich. Aber irgendetwas stimmt da nicht, sag ich. Er scheint außer Kontrolle zu sein, sag ich. Ich sagte doch gleich, wir haben ihn zu stark gemacht, sag ich. Und was sollen wir jetzt machen, frag ich. Wir hauen besser ab, sag ich. Abgang, sag ich. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Man kann schon das Südentor sehen. Ja. Das Südentor ist ein riesiges Grenztor, das zum Passieren von Luftschiffen erbaut wurde. Da ist es genau auf Flughöhe errichtet. Aber um es zu durchfliegen, da braucht es schon ein wenig Geschick und auch Mut. Soll ich das besser machen, Hoheit? Ich
macht auch bis zuletzt selbst Steuern. Soll mir recht sein. Aber eigentlich ist dieses Schiff ja nicht für die Passage angemeldet. Wenn wir Pech haben, machen sie uns das Tor vor der Nase zu. Andererseits war die Kontrolle, als wir mit dem Theaterschiff kamen, nicht gerade streng. Naja, wird schon schief gehen. Captain White, flieg uns rein. Danke. Ja, der alte Kahn fällt zwar schon beinahe auseinander, aber der Antrieb gibt ordentlich was her. Vor den Kurs ändern! Prinzessin! Sofort hart Backbord! Dieser Tenor von vorhin verfolgt uns mit irgendeinem eigenartigen Schiff. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber jedenfalls holt er rasend auf. Hoheit, der Alte hat recht. Er verfolgt uns. Voll Schub voraus auf das Tor zu. Bist du noch zu retten? Und was, wenn sie das Tor schließen? Unser Schiff hat zwar mächtig Schub, aber den seinen wendigen Flitzer können wir niemals ausmanövrieren. Wir haben keine Chance, ihm zu entkommen. Aber wenn wir es durch das Tor schaffen, bevor es zugeht, sind wir ihn los, verstehst du? Steiner, gib vollen Schub, Alter. Hoheit, halte das Steuerrad genau im jetzigen Einschlag. Ist gut. Mit vollem Schub und frontalem Kurs müssten wir es gerade noch so schaffen. Okay, Andy ist jetzt zweimal hier im Chat, warum auch immer. Ja, das hinkriegt. Einmal als Scroll und einmal als Andy, was machst du da? Und da feuert Vivi zurück. Eigentlich ist dieses Tor ja total unsinnig. Sie könnten ja über den Berg fliegen. Mhm. Normal schon. Diese Tore machen null Sinn. Da fackelt er nicht mehr lange. Wumms. Ich hoffe, dass ich beide Projekte durchkriege, bevor ich meine Pause machen muss. Da werde ich ordentlich rushen müssen. Schon liegen. Es ist Andy mit Andy raus und nur noch als Scroll da. Ich sehe alles, was du tust. Jedenfalls, wenn es hier um den Chat geht. Sieht aus, als könnte man mit dem nicht mal meine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigt nicht so betreten vor euch hin. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wär's also mit ein bisschen Freudenjubel? Das Sündtor ist mal für eine Weile außer Betrieb. Sieh dann, hab ich etwas Schlimmes getan? OBS? Hallo? OBS hat sich jetzt einfach mal in den Vordergrund geschoben. Ach was, die Lindblumschen Ingenieure haben das Tor im Nu wieder repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff liegt gleich auseinander und vom Sündtor rede ich gar nicht erst. Wie konnte ich nur in so etwas verstrickt werden? Gemeinsame Sache mit einem Räuber. Steiner! Jawohl. Ihr wollt euch nicht in das hineinziehen, aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nichts wert. Mein Entschluss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Hoheit, bist du sicher, dass du das willst? Es
wie der sich anhört, bleibt er bis ans Ende aller Tage an dir wie eine Klette kleben. Danke, Sidan. Da vorne ist schon das Wort der Tor Lindblums. Ist das das Schloss von Lindblum? Echt gewaltige Ausmaße. Es liegt daran, dass die gesamte Stadt sich im Innern des Schlosses befindet. Wenn wir Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit der Hoheit. Aha. Schade, ist doch schon so nah waren. Sidan! Ich und diese Schwarzmarke, oder wie die hießen? Glaubst du, ich bin einer von denen? Meister Vivi, was redet ihr denn da? Ich weiß noch nicht genau, was es ist, das euch so zu denken gibt, aber... Nein! Ihr seid ihr, Meister Vivi. Und die sind die. Ich mich da. Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu... Wahnsinn. Da hat der Alte ja sogar mal recht. Was auch immer kommen mag. Vivi bleibt Vivi, oder? Oh, okay. Los, Vivi. Wir gehen an Deck. Sich Lindblum von Deck aus anzuschauen, ist ein Anblick sondergleichen. Glaub mir. So schnell. Wir sind schon fast am Himmelsdrachentor. Dem Haupttor Lindblums. So einer Stadt wohnen, ey. Also da ist immer was los. Schloss Metropolis Lindblum. Es ist aber ein riesiges Schloss. Sogar noch größer als das Schloss von Alexandria. Genau so ist es, Vivi. In Lindblum wurde eben schon immer geklotzt, nicht gekleckert. Nicht zu glauben. Inmitten des Schlosses gibt es einen Luftschiff-Landeplatz. Hier hätte selbst Königin Brans Rote Rose ohne weiteres Platz. Du scheinst ja schon mal gewesen zu sein, oder, Hoheit? Ja, das kennt man einige Male. Aber heute ist das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Na, wer sagt's denn? Da naht auch schon der Empfang, liebste Prinzessin. Dieses Frachtschiff scheint aber auch schon mal bessere Tage gesehen zu haben. Name ist Garnet in Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, mein Audienz bei seiner Großherrin. Zoglichen Exzellenz zu erbitten. Ich bitte euch, hier beliebt zu scherzen. Eine Prinzessin reist nicht in so einer Klappergäste. Und außerdem würde eine Prinzessin doch nicht in Begleitung solcher Zwielichtiger... Was fällt dir ein? So eine Unverschämtheit. Die Prinzessin reist inkognito, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Deshalb heißt sie auch Hoheit. Schuld ist Dodo immer noch. Nun, wenn dem so ist, so führt ihr doch sicherlich etwas mit euch, das euch als Prinzessin ausweist. Ja. Diese Kette. Die Drachenkralle? Nein, sie ähnelt ihr, aber die Form unterscheidet sich etwas. Ruf sofort Minister Obata. Nur weil so ein tump aussehender Kerl wie du bei uns ist, hegen sie Verdacht gegen uns. Naja, wobei man allerdings auch nicht behaupten kann, du sähst aus, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gegessen. Kerl! Darfst du reden? Was geht dir vor? Minister, ein paar überaus zwielichtige Gestalten wünschen eine Audienz bei seiner Exzellenz. Doch das ist nicht alles. Sie sind im Besitz einer Kette, die der Drachenkralle überaus ähnelt.
Ich übernehme unsere Gäste. Ihr dürft euch zurückziehen. Sehr wohl. Minister Aperta! Ich bitte den unangemessenen Empfang eben zu entschuldigen, Prinzessin Gurney. Bitte folgt mir, seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. So, an der Stelle werde ich allerdings mal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war euer Keanu und... Krass, Sonic 86. Mit Final Fantasy 9. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.